Hallo, ich möchte euch, weil einige von euch ja eine Hausaufgabe bekommen haben, die mit dem Wörterbuch gemacht werden soll, nochmal kurz zeigen, wie das mit der Wörterbucharbeit funktioniert. Das Duden-Wörterbuch habt ihr ja jetzt zu Hause. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie man mit dem Duden-Wörterbuch arbeitet, dann gibt es auf den ersten Seiten eine Menge Tipps, die ihr euch einfach mal durchlesen könnt. Ein paar von diesen Sachen möchte ich euch jetzt noch zeigen. Nach diesen ersten Tipps findet ihr auch fürs Rechtschreiben einige Tipps auf den Folgeseiten. Und dann fängt auch schon das Wörterbuch an. Natürlich nach dem Alphabet. Mit dem Buchstaben A. An der Seite hier habt ihr immer bei jeder Seite einen gelben Rand. Und bei dem Buchstaben, wo ihr gerade seid, der ist rot gekennzeichnet. Hier zum Beispiel das A. Wenn wir jetzt weiterblättern, zum Buchstaben D. Seht ihr, dass hier das D rot gezeichnet ist. Damit könnt ihr gleich ganz schnell immer die richtigen Buchstaben raussuchen, die ihr gerade bei dem Wörterbuch sucht. Außerdem gibt es auf jeder Doppelseite oben immer zwei rote Wörter. Da und da. Diese roten Wörter sind immer das erste Wort der Doppelseite. Und das letzte Wort der Doppelseite. Die Hauptwörter, die ihr sucht, die sind fett gedruckt. Also zum Beispiel das Wort DAX. Nach dem fett gedruckten Wort steht dann auch immer der richtige Artikel dabei, der DAX, und die Mehrzahl, die DAXe. Außerdem findest du eine kleine Erklärung zu dem Wort. Bei dem Wort dachte zum Beispiel, wo ist es? Da findest du das Wort, bei dem du für die Erklärung suchen musst. Dachte ist ja die Vergangenheitsform von denken und deswegen musst du dann bei Denken suchen und da wird dir dann erklärt, in welcher Form das Wort vorkommt. Jetzt wollen wir mal ein Wort suchen. Wir suchen mal das Wort Dinosaurier. Jetzt höre ich D wie Dinosaurier, bei dem D bin ich schon, aber ich habe ja gelernt, ich kann hier oben gucken und meine Doppelseite endet hierbei darum. Also muss ich weiter blättern, ne? Weil ich muss ja zu die, also D und I blättern. Das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich das D und das I gefunden. Diktieren. Aber hier finde ich Dinosaurier ja immer noch nicht, weil das K an der dritten Stelle vom Wort ja noch vor dem N von Dinosaurier steht. Also muss ich immer noch weiter blättern. Hier sehe ich dreckig. Hier sehe ich dilettantisch. Hier bin ich bei DI noch und hier ist das DI schon vorbei. Also muss irgendwo auf der Seite das Wort Dinosaurier stehen. Und wir gucken mal, ob wir es finden. Wo ist es? Da. Hier ist das Dinosaurier. Wieder dick und fett gedruckt. Dinosaurier, der in der Einzahl, die Dinosaurier in der Mehrzahl und die Erklärung. Ausgestorbenes, oft sehr großes Reptil. Na, Dinosaurier kennen wir, das stimmt. Super. Machen wir noch ein Beispiel. Ich möchte das Wort Montag suchen.
Ich schaue an den gelben Buchstaben und suche das M vom Montag. Habe ich gefunden. Jetzt gucke ich bei den, wann das M rot wird. Das ist hier der Fall. Aber ich sehe schon, Marmelade, stimmt nicht. Mehr, was ist das? Merken, E stimmt nicht. Also muss ich noch ein bisschen weiter blättern zu M-O, Montag. Blättern wir mal. Hier ist M-I und M-Ö. Das ist das Ö, das gehört zu den O-Wörtern. Also kann ich schon mal schauen, ob wir hier Montag finden. Aber das N steht ja vor dem R. Jetzt muss ich mal schauen. Und Monat auf dem Kopf. Ist hier auch nicht mehr? Nee. Sind noch ein bisschen weiter blättern. Montag, hier ist es. Da habe ich es gefunden. Es ist wieder fett gedruckt und es ist der Montag in der Mehrzahl die Montage, ein Wochentag und mir wird hier noch ein Merkkasten gezeigt. Und zwar beim Wort Dienstag auf Seite 53. Wenn ich also wissen möchte, wie ich denn das Wort Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, also wie ich die Wochentage auch schreiben kann, zum Beispiel dienstags, dann muss ich in den Merkkasten gucken auf Seite 53. Da wird mir das erklärt. Also, ich kann hier nicht nur Wörter suchen, sondern ich kann auch Erklärungen finden, wie ich etwas schreiben muss. Gut, eure Aufgaben in dem Wörterbuch, die sehen ja ganz unterschiedlich aus. Eine Aufgabe ist, suche das erste und das letzte Wort von einem Buchstaben. Beispiel, wir suchen mal das erste und das letzte Wort vom Buchstaben B. Ich blätter zurück in meinen gelben Seiten, schaue, wo das B rot ist und muss erstmal den Anfang von B finden. Und den sehe ich hier ganz groß in Rot. Mein erstes Wort bei B ist also Baby. Und jetzt gucke ich so lange alle Wörter an, bis das C kommt. Schaut, hier ist immer noch das B bei begeistert, immer noch bei was steht da, bequem. Och, jetzt sehe ich schon, ich brauche gar nicht alle Wörter einzeln angucken, sondern mir helfen die roten Wörter hier oben. Blättern, Brach und Bruder und, oh, da fängt das C an. Und ich soll das letzte Wort bei B suchen, also muss ich auf dieser Seite natürlich bis zum allerletzten Wort bei B gucken. Und das ist weit. Also würde ich hinschreiben. Baby als erstes Wort und Byte als letztes Wort. Könnt ihr schon mal für eure Lösungen nehmen, das ist richtig. Eine andere Aufgabe könnte sein, suche ein Wort und schreibe die Seite auf. Ich habe mir jetzt mal das Wort Schiff überlegt, das möchte ich mal mit euch suchen. Ich fange wieder an mit meinem gelben Rand und suche mich erstmal zum S von Sch. Vom Sch vor, ne? SCH. Also blätter ich mal ganz schnell durch, bis das S rot ist. Das S ist rot. Bin schon ganz glücklich beim Sch gelandet. Und jetzt muss ich ja den vierten Buchstaben sogar angucken. SCH und dann das Schiff. Das ist ein I. Also muss ich erstmal die ganzen SCHA-Wörter hinter mir lassen. Und hier sehe ich schon Schiffbrüchige. Oh, das ist ein guter Tipp. Also gucke ich mal hier und hier habe ich Schiff gefunden. Wenn du jetzt also die Aufgabe hast, auf welcher Seite das Wort Schiff steht, dann musst du Seite 175 hinschreiben.
Und eine Aufgabe könnte zum Beispiel noch sein, dass du ein Wort suchst, weil du schreiben möchtest und dir nicht sicher bist, wie du schreiben sollst. Zum Beispiel Sommer. Ich möchte gerne wissen, ob ich Sommer mit einem M oder mit zwei M schreiben muss. Also suche ich das Wort. Ich fange wieder an und höre das Wort ab. S, also S, bin ich schon. Dann. O, Som, also suche ich jetzt S und O. Da muss ich ein bisschen weiter blättern, weil ich bin ja erst bei SC. Und ich weiß ja, dass das C ziemlich weit oben im ABC ist, im Alphabet, und das O relativ weit unten, also kann ich ein bisschen blättern. Gut, jetzt bin ich bei SO. Jetzt bin ich bei SON, da bin ich schon zu weit. Weil das N kommt ja nach dem M. Also gucke ich ein bisschen weiter vorne und sehe das Wort Sommer. Und siehe da, wer es nicht richtig schon wusste, der sieht jetzt, Sommer wird mit zwei M geschrieben. Ich hoffe, dass diese Tipps dir ein bisschen bei den Aufgaben helfen und dass du deswegen nicht so viel Zeit verbringst damit, jedes Wort einzeln zu suchen, sondern dass du eben den Rand und die Wörter, die roten Wörter hier oben benutzt, um ein bisschen schneller die Wörter zu finden. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei den Aufgaben und viel Erfolg. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald in der Schule wieder.